So, wir haben aber noch Zeit. Was ist denn das hier? Episode 1. Panel Colony. End. 3 Pfauen und ein Berry. Hey, wir haben eine silberne Medaille geholt. Freiwillen und ein Berry. Zeitmodus. Episode 1 freigeschaltet. Unsichtbar-Modus freigeschaltet. Hey, das klingt doch mal interessant. Berry und Claire freigeschaltet. Reicht. Stöberer, Episode 1, Konzept 2 freigeschaltet. Ah, okay, wir haben anscheinend jetzt schon wieder Internetprobleme. Na, das ist ein Dreck mit diesem Scheiß hier. Können nicht hochgeladen werden, nochmal versuchen. Ja, mach mal. Nö, geht nicht. Okay. Tja, denn keine Bestenliste für uns. Medaillen, was haben wir da Schönes gemacht? Oh, wir haben sogar mit nachher 6 versteckte Objekte gefunden. Innerhalb von 40 Sekunden den Umweg Hütte aus der Dunkelheit des Waldes hinter sich lassen. Okay. Da gab es mehrere Hütten. Welche war damit gemeint? 5 besiegen. Revenant. Achso, das sind hier die Regeneratoren. Die nennen sich jetzt Revenant. Revenant oder so, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Indem sie nur deren Schwachstelle treffen. Achso, ja, Verwaltungsbereich des Gewinns, keine Schusswaffe abfeuern. Okay, das wird aber auf jeden Fall keine Medaille für Überleben. 15 Ziegelsteine? Na gut. Treffergenauigkeit, einmal gestorben und wieder 53 Minuten. Ja. 2 Stunden für eine Episode, das heißt 8 Stunden Spielerlebnis. Für ein normales Spielen auf Überlebenmodus ist das okay. Doch, doch, wenn man das hochrechnet, ist es doch ein ganz normales, langes Spiel. Ich hatte jetzt befürchtet, dass es zu wenig ist. Aber mal gucken. Wir werden jetzt erstmal hier noch ein paar Fähigkeiten kaufen fürs nächste Mal. Was haben wir denn hier Schönes? Messersprint. Führen Sie Messerangriffe mit R2 aus, während Sie sprinten. Nö. Achso, das hatten wir schon alles. Was ist denn das hier eigentlich? Waffenwechselschub. Erhöht Feuerkraft für den ersten Schuss, nachdem Sie die Waffe gewechselt haben. Soll ich jetzt andauernd die Waffen wechseln? Obwohl, man kann Pistole, Pumpgun, wieder auf Pistole schießen. Ja, doch, das kann man auch machen, ja. Schmackes! Erhöht Angriffsstärke von Moiras Brechstange. Ja. Harte Ziegel. Naja. Schnelles Retten. Verringert Zeit, die benötigt wird, einen Partner zu retten. Um die Hälfte. Klingt gut, nehmen wir. Was haben wir hier? Kombinationsspiel. 10% höhere Angriffsstärke für alle Angriffe für 5 Sekunden, nachdem sie den Charakter gewechselt haben. Das ist ungefähr genauso dämlich wie das hier. Aber naja, nehmen wir. Bei Überleben ist es gar nicht mal schlecht, weil erhöht Fernheilung. Naja, das können wir so blöd hier. Aber das hier nehmen wir auf jeden Fall mit. Was ist das hier? Schusserlaubnis. Claire und Barry verwenden ihre Waffen, wenn vom Computer gesteuert. Ja, das machen sie doch eh. Munition wird dabei nicht verbraucht, aber ihre Angriffsstärke. Ach so. Okay. 2000. Erhöht die Heilfähigkeit. Ausweichen. Nehmen wir mal den. Was ist denn das nächste hier? Geladener Angriff. Halten Sie R2 gedrückt, um einen Nahkampfangriff aufzuladen. Stufe 2, maximale Ladezeit 2 Sekunden, maximale Ladezeit 3 Sekunden. Sollte das nicht eher weniger werden? Kapier nicht. Naja, vielleicht ist er dann stärker. Gut. Spiel beenden. Müssen wir leider. Ja, die Aufnahmesession ist noch nicht vorbei. Ich nehme mir eine ganze Stunde auf. Mal gucken. Ah, guck mal hier, Extras. Warte, aber stimmt gerade nicht. Extras, mal gucken. Belohnungen. Zeitmodus, Episode 1. In diesem Modus kämpfen Sie gegen die Zeit. Schließen Sie die Episode von der vorgegebenen Zeit ab. Sie können die Zeit verlängern, indem Sie Gegner besiegen und Sanduhren zerstören. Ja, das kennen wir schon aus anderen Resident Evil, von Resident Evil Mercenaries und von Resident Evil 5. Ich glaube, bei 6 gab es das auch. Eigentlich langweilig, aber naja. Unsichtbar-Modus, was ist denn das hier? In diesem herausfordernden Modus sind alle Gegner unsichtbar. Kennen wir, wie bei Resident Evil 1. Sie können Gegner kurz sehen, indem sie Moiras Taschenlampe oder Natalias Ziegel, Zeigenfähigkeit auf sie richten. Das ist cool.
Konzept. Können wir nicht freischalten. Na gut. Ach so, in der Galerie freigeschaltet. Ich dachte, zum Spielen. Was ist denn das hier? Was? Zu 5000 konvertieren. GP in Gold für Raid-Modus eintauschen. Der Tausch kann oft eingeführt werden. Ach so, die wollen, dass ich 1000 Bonuspunkte für 5000 Gold. Nee, auf keinen Fall. Filme. Vorschau Episode 1, Vorschau Episode 2. Ach so, das sind einfach die... Okay. Geheimdokumente. Nichts dabei. Concept Art. Ich denke, die haben wir freigeschaltet. Ach nee, die müssen wir erst kaufen. Ja, okay. Raid-Leistung. Haben wir noch nicht gemacht. Okay. Was ist hier los? Achso, er macht immer ein Autosave. Okay. Raid-Modus. Schauen wir doch mal rein. Ja, ist okay. Aha. Ich bin gespannt, was das mit meinem Internet ist. Ich soll jetzt das Eternal-Net-Kabel wieder angestellt, weil ich gehofft habe, das geht wieder. Okay. Bearbeiten, okay. Ah, guck mal an. Claire Berry. Na komm, ey, das ist auf Festplatte. Musst du da echt jetzt so lange laden? Moira. Das ist ganz schön klein. Ah, Gina, das ist doch die, die gestorben ist. Hübsche Beine. Und Hank. Sehr gut. Hank ist übrigens momentan kostenlos. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt was damit zu tun hat, weil ich mir das Ding vorbestellt habe oder so. Müsste mal gucken, ob das bei euch auch kostenlos ist. Ja, das hier sind geheime Charaktere. Erhalten sie mindestens 9 Komplettabzeichen. Was ist das hier? Mindestens 10. Was haben wir denn hier? Waffen. Uzi, hä? Cool. Fähigkeiten. Okay, können wir eh nichts machen. Gesten. Los, danke. Komm her. Mir ist heiß. Hä? Sag bloß, dass man kann mit anderen online spielen, dass man das sieht. Ich hab eine schöne Entschuldigung. Gumini! Gumini ist cool. Das hatte. Ryo Hayabusa hatte das auch mal, bevor er sich weggebunden. Karate. Os! Okay. Ja. Hip-Hop-Tanz, da bin ich mal gespannt. Naja, okay. Das ist kein Roboter, das ist ein LFC, Alter. Tut mir nichts. Das ist viel zu übertrieben, das hätten die. Nehmen wir mit, das ist zu dämlich. Das nehmen wir mal mit hier. Was ist das, ey? Hauptmission, tägliche Mission. Ach, guck mal an, tägliche Mission machen sie jetzt auch schon. Mission starten. Ja, machen wir. Elite-Gegner, Fähigkeit Entwaffner. Okay, der Raid-Modus ist anscheinend nochmal eine komplett eigene Sache. Mission Start. Oh, die Musik gefällt mir gut. Ein bisschen ruhiges Dark Industrial.
Schön, Dark Industrial Musik, gefällt mir. So, läuft die Zeit schon? Nee. Ah, mit Energieanzeige ist ja cool. Ah, guck mal an. Ah, und das gibt dann Punkte oder was? Ja, ramm in ihn rein. Wo läuft denn die Zeit? Ein von 38 Gegnern besiegt. Richtig cool, Mucke. Guck mal hier. Ah, das ist auch gar nicht mal schlecht zu wissen. Da kann man ja auch mal gucken, wie viel... So ein Messer macht wenig Schaden. Deswegen. Ah, okay. Oh, cool, das schneit. Bam, weggenatzt. Das hätte ja echt was gebracht. So, lad mal nach. Was soll denn das eigentlich für eine Knarre sein, die sie in der Hand hat? So eine Art Walter? PP oder was? Bam! Ja, das lohnt sich. Da können wir richtig Punkte machen. Hä? Das ist doch von Resident Evil 6 ein Level. 100 pro, Mann. Ah, okay. Haben sie auf Level wieder eingebaut von... Klar, Mann, das ist doch hier von Resident Evil 6, wo man mit... wie heißt sie denn hier? Die kleine Blonde mit dem Sohn von Wesker unterwegs ist. Das ist doch genau der Level, oder nicht? Die mit ihren Köpfen, das haben sie aber geil gemacht, dass die so am Hin und Her wackeln sind. Auf jeden Fall ähnelt es... Bereichsschlüssel. Auf jeden Fall ähnelt sich das hier sehr stark. Klatsch. Mal die Uzi nehmen. Boah, passt ja ganz gut. Boah, Alter, die Knarre zieht ja nach oben. Ah, okay, Schlüssel gibt's dafür... Das ist schön. Das ist echt schön. Okay. Die Mucke gefällt mir unglaublich. Hoffentlich bringen sie nochmal einen Soundtrack raus. Was war denn das? Schrotflinten-Mucke. Die Uzi gefällt mir richtig gut, aber ist gleich leer. Cool, Mann. Magnum-Musik. Naja, der Soundtrack hebt auch nochmal. Das passt gut zum Raid-Modus. Gefällt mir sehr gut. Scharfschützen-Musik. Ah, wenn man schneller hintereinander schießt, dann ist die Knarre komischerweise genauer. Bereichsschlüssel, okay. Okay, gleich noch ein Schlüssel. Die Knarre ist wirklich sehr genau. Wenn man schneller schießt, dann ist er genauer, komischerweise. Wenn die jetzt mal wieder neu anvisiert, ist es doch anders. Aber die Zombie, man merkt wirklich den Unterschied. Das hier wird wahrscheinlich Normalmodus sein oder so. Man merkt doch sehr stark den Unterschied. Halt, warte mal. Geht's jetzt hier lang oder nicht? Oh. Okay, haben wir. 12 Münzen, hey. Bisschen viel die Gegner hier. Da ist er noch einer. Erwischt. Bossgegner. Hm.
Klatsch. Oh, der hat tatsächlich, der hat richtig was gebracht. Okay, und raus. Münze. Klatsch. Aber irgendwie habe ich, fehlt mir sechs Gegner. Ich glaube, ich hatte nur 32 von 38, hm? Mission abgeschlossen. Herausforderung. Kein Kraut. Nein, so ganz knapp vor Stufe 2, Alter. Das darfte nie wahr sein. Okay, alles komisches Zeug, was wir freigeschaltet haben. Beginn des Raubzugs. 1005 Minuten haben wir gebraucht. Vier weitere gab es noch. Mal gucken, ob es noch weitere Geheimnisse hat. Ja, 32. Vielleicht hätten wir noch einen Bonus bekommen, wenn wir die letzten sechs Typen noch gefunden hätten. Lebensriss erhalten Sie, indem Sie die tägliche Mission abschließen, oder? Ach so, jetzt habe ich es nicht kapiert. Das ist nämlich auch noch was. Auf Level 100? Okay. Die nicht beurteilten Opponenten können Sie in Schatzkisten finden. Sie können sie nicht sofort verwenden. Sie müssen Geld ausgeben. Ach so. Jetzt weiß ich, wofür dieser Mist ist. Alles klar. Das ist ein Raid-System, das ist so wie, wie hießen die, Yu-Gi-Oh! Booster. Man kriegt das raus, Beurteilung abgeschlossen, kriegt eine Waffe mit einem bestimmten Wert. Jetzt haben wir eine Python Stufe 3 rausbekommen. Ist grau, könnte also eine Normal-Rare sein. Okay. So, wo können wir unsere Waffen jetzt nachgucken? Gibt es hier irgendwo eine Kiste? Stimmarchiv. Achso, okay, das ist das. Ah, hier sind jetzt die Waffen, die wir freigeschaltet haben. Stufe 5, Stufe 1. Was war das? Stufe 100 oder so, ne? Beenden. Ja, möchte ich. Ah, dauert ein bisschen, okay. Okay, das war der Raid-Modus. Ist ja mal gar nicht gar nicht so schlecht. Kann man einiges machen. Aber, ach, ich glaube, jetzt wird es hier nicht klappen, ne? Oder? Kann ich euch das so zeigen? Ich glaube nicht. Wir probieren das mal aus. So, da habe ich doch mal schnell das hier umgeändert für euch. Dann können wir jetzt hier nochmal gucken, ob es jetzt geht. Schauen wir noch schnell rein. Daten werden aktualisiert, sehr schön. Das ist nämlich der größte Dreck bei diesem Spiel. Noch schlimmer als die Szene mit Claire und so. Erstmal hier der Season Pass. Kennen wir ja, 20 Euro. Ist übrigens auch sehr interessant, denn ich habe als Vorbesteller 25 für bezahlt. Ist wirklich komischerweise... ja. Könnt ihr euch ja selber ein bisschen durchlesen. Separat erhältlich, da stehen die einzelnen Episoden, wann die erscheinen. Da hat der Extra-Modus, ne? Und hast du nicht gesehen, Episode-Modus 2, Raid-Charaktere, Hank. Ist auch so viel, Turnierung nicht möglich, bla bla bla, kennen wir schon alles. So, jetzt kommen Microtransfers. Der größte Mist überhaupt. Wie kann man sowas in einem Resident Evil einbauen? Das darf nicht sein. Damit hast du verschissen, Capcom, bei mir. Ehrlich. Was ist schon wieder? Für 3 Euro. Ein Skin. Super. Stadtninja. Skin. Super. Barry. Skin. Sehr schön. Braucht keine. Lottie-Anzug. Ein Skin. Braucht keiner. Alles zusammen. Statt 12 bezahlst du 10 Euro. Hey. Raid-Charakter, Wesker, wer es will, ist aber auch wieder ein Charakter. Den kannst du aber nicht freischalten, oder? Der ultimative Bösewicht und das fiese Superhirn von Resident Evil, Albert Wesker. Misch im Raid-Modus mit, seine exklusive Fähigkeit Ausweichen Abbruch. Exklusiver Inhalt für den Raid-Modus.
Der Raid-Modus ist ein zusätzlicher, actionreicher Spielmodus, der Teil des Hauptspiels ist. Episode 1 und Kompatibilitätspack erforderlich. Haben wir ja drauf, dass wir überhaupt das hier angezeigt bekommen. So, aber warum? Den kannst du ja noch nicht mal freischalten. Mann, das ist ein Main-Charakter, das ist kein Extra-Charakter. Hank, momentan kostenlos. Wer weiß, wie lange der kostenlos bleibt. Nostalgie, überleg mal hier. Was ist das für Nostalgie? Das ist keine Nostalgie, das ist Resident Evil 6. Und der linke Level müsste... Ja, die Halle aus Resident Evil 6 sein. Und dann von Resident Evil Revelations hast du aber auch noch ein bisschen was dabei. Hier der Schiffslevel ist das. Dann hast du auch wieder hier... Ja, von links. Resident Evil 6 mit Leon. Revelations auf dem Schiff. Dann kommt mit der Kirche da oder was das sein soll. Mit der Rathaus Resident Evil 6 wieder mit Chris. Und ganz rechts hast du wieder was mit Revelations. So, das sind diese Lebenskristalle, die man in den täglichen Missionen eine am Tag kriegen kann. Das sind Leben. Mehr ist das nicht. Steht ja auf 25 rote Kristalle. Damit kann man während der Mission an Ort und Stelle wiederbelebt werden. Völliger Schwachsinn. Hier, zieht euch dran, damit könnt ihr in Raid-Modus eure Waffenstufe hochleveln. Das Paket enthält folgende Waffe und Teile für den Raid-Modus. Waffe, Pistolen, Samurai-Edge. Schnelllader für Stufe 25. Was soll denn das? Also, echt jetzt, das ist totaler Rotz. Waffenlager, guck mal, man kann sein Waffenlager auf 72 Waffen erhöhen. Was soll denn das? Und nochmal, und nochmal. 100 Teile Extra-Slot. Ey, vor allen Dingen 2 Euro? Was ist denn das, ein Mikrotransfer? Das können sie mal für 20 Cent anbieten oder so. Was ist das hier? Achso, ich habe das Spiel gekauft. Ja. Auch interessant, dass ich für den Season Pass 20 bezahle und für das Spiel nur 24. Hm. Komisch. Naja. Ich will mich nicht weiter darüber aufregen. Das war jedenfalls Resident Evil Revelation 2 Episode 1. Ich habe euch noch zum Schluss ein bisschen den Raid-Modus gezeigt. Ob ihr es euch selber wollt, müsst ihr selber wissen. Ich kann wegen den Mikrotransfers kann ich keine Kaufempfehlung empfehlen. Wenn ihr allerdings, also als objektive Meinung, wenn ihr aber die subjektive Meinung von mir hören wollt, als Resident Evil Fan ist es ein Must-Have, egal wie scheiße es ist. Es kommt auf jeden Fall nicht an die Klasse ran von Revelations 1, so viel steht schon mal fest. Aber wir müssen warten, wie die Episoden weiterkommen. Und ich muss gestehen, ich habe mir zwar schon die Disc-Version, wo alle Episoden ja drauf sind, vorbestellt, weil ich es einfach für dieses Regal haben möchte. Aber momentan würde ich es mir nicht holen. Also momentan würde ich echt abbestellen, die Vorbestellung. Ich sehe keinen Grund dafür. Es lohnt sich nicht. Es hat keinen Wiederspielwert, außer diesen Raid-Modus. Naja. Aber ich mache kein Review dazu. Ihr müsst euch eure eigene Meinung machen. Es steht mir als Fanboy nicht zu, da ein Review zuzumachen. In diesem Sinne hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen in dieser Folge und ja, was bleibt mir weiteres zu sagen als wir sehen uns in Episode 2. Wenn alles glatt geht, am 4.3. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao!